Yo Leute, Lutrix wieder am Start hier und heute mit einer neuen Folge Ark Tutorial Evolved. Und heute soll es mal wieder darum gehen, woher man Harz bekommt oder wie man den Harz sammelt. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Haben wir unseren schönen Elektroschocker in der Hand. So, das ist eine ganz leichte Sache. Und zwar müsst ihr einfach an der Werkbank, müsst ihr auf Strukturen gehen, Holz oder erstmal die Baumplattform natürlich erlernen. Was natürlich jetzt in der Sache kein Muss ist, dass ihr die Baumplattform baut. Aber ich würde es empfehlen, die Baumplattform zu bauen. Es ist einfach bequemer und ja, ihr könnt euch natürlich am Redwood-Baum auch hochbauen mit Holzstrukturen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt, also aber ich würde jetzt die Baumplattform empfehlen. Also dann baut ihr erstmal diese Baumplattform, dann geht ihr noch auf Sonstiges und dann müsst ihr hier noch diesen Harzsammler bauen. Ich baue den jetzt dreimal. Und wo ihr das Ganze dann placed, seht ihr gleich. Ja, angekommen im Redwood, müsst ihr euch einen Baum aussuchen und zwar keinen normalen Baum oder keinen kleinen Baum, sondern, also nicht solche dünnen, sondern einen massiven, also so einen dicken müsst ihr euch aussuchen und dann könnt ihr auch hier eure Baumplattform placen. Und dann ist halt jetzt auch das Thema, wow, Leute. Okay, ich muss da jetzt mal kurz meinen Godmod anmachen, tut mir leid. Ja, das ist natürlich, ihr solltet euch davor auch schützen. Die Thylakoleos. Das war jetzt aber das erste Mal, dass ich von so einem Viech so angegriffen wurde, ey. Halleluja, ey. Ich habe mich jetzt gerade voll erschrocken. Ich dachte jetzt, keine Ahnung, was kommt jetzt auf mich zu? So, den Elektroschocken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, was der hier gerade mit mir macht. Ja. Hau mal ab jetzt hier. Sabotier nicht mein Tutorial. So, wir verpissen uns. Ja, von den Kreaturen solltet ihr echt aufpassen. Denn die sind hier oben immer auf den Baumwipfeln. Ja, auf jeden Fall, komm mal weiter. Also, einfach hier hin placen. Je nachdem, wie hoch ihr das haben wollt. Aber das ist auch wieder ein nächstes Manko, was ihr habt, wenn ihr es einfach nur mit Strukturen baut. Das ist so ein Thylakoleo, der kann dann einfach an den Strukturen hochlaufen, wenn ihr es nicht gut baut. Und dann, ja, seid ihr in der Situation wie ich gerade. Auf jeden Fall, nehmt ihr dann diesen Harzsammler und haut ihn hier rein. Einfach placen. Und ich würde auch natürlich bei den Harzsammlern empfehlen, baut mehr von denen, weil ein Harzsammler kann gerade mal 20 Harz sammeln und ja, mit 3 seid ihr schon mal mit 60 gut dabei. Also ihr braucht ihn wahrscheinlich ja für Vegetable Cake oder fürs Angeln. Ja, das war's dann eigentlich. So kommt man an Harz ran. Es gibt leider keine andere Möglichkeit. Es geht leider nur so. Hat es mir gefallen, dass ihr zugeschaut habt und nochmal eine kleine Randinformation, die Leute, die jetzt nur das wissen wollten, woher man Harz bekommt, können wegschalten. Aber mein Kanal wurde jetzt komplett auf Ark umgestellt, das heißt, es werden jetzt nur noch Ark-Videos kommen. Also Ark-Tutorials, Ark-Let's Plays. Es wird jetzt nichts mehr kommen an COD, Fallout oder sonstiges. Wenn ihr aber Fallout und sowas sehen wollt oder halt andere Spiele von mir, dann könnt ihr gerne mal auf den Kanal unten klicken und da werde ich noch aktiv mit anderen Spielen sein, also nicht nur Ark. Aber mir hat es einfach nicht mehr gefallen auf dem Kanal, dieses Mischmasch, und für das Mischmasch habe ich einen anderen Kanal, aber auf jeden Fall wird auf dem Kanal jetzt nur noch Ark kommen. Ja, dann soll es das gewesen sein. Tschüss.